und herzlich willkommen. Heute, wie ich schon eigentlich schon vor einem Monat oder zwei Monaten versprochen habe, ein Unboxen von China-Böllern. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das so ankommt. Wir machen jetzt erstmal mit einem Messer die Packung auf. Also ich persönlich, also jetzt werden die Frauen den Kopf schütteln, finde Silvester eigentlich im Moment toller als Weihnachten, wegen ich habe noch keine eigenen Kinder, noch keine eigene Familie. Und ich böller auch noch gerne, zwar nicht so gerne wie früher, wegen früher war das aufregend und so, wo man dann so 15, 16, 17, 18 war. Leider sind die Dinger erst ab 18 zu erhalten. Steht auch irgendwo der Hinweis, den finde ich jetzt gerade nicht. Ah, hier hinten steht dann eben, dass es wirklich erst ab 18 ist. Und das sind hier China D-Böller. Die sind aber lauter, ich glaube seit ein oder zwei Jahren sind die lauter. Da Deutschland muss sich an die EU-Norm richten und die EU-Norm ist halt ein bisschen mehr darf da rein halt. Ja, bei Deutschland ist so ein bisschen mädchenhaft, sag ich mal, bei der ganzen Sache. Natürlich muss man aufpassen, vorsichtig sein. Aber man kann sich genauso gut mit einem Böller verletzen, wo jetzt ein bisschen weniger dran ist, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu doof ist. Oder sich irgendwo Böller kauft, wo es nicht ganz so legal ist. Ja. Wir machen mal die ganze Sache auf. Ich drehe das mal auf den Rücken, mach das hier auf. Sonst kommen die Dinger nicht raus. Die ganze Verpackung braucht kein Mensch. So. Drehen wir das um und zack, machen wir das auf. Das ist ein kleiner Zettel, steht einfach nur eine Nummer drauf. Jetzt packen wir mal die ganzen Sachen aus. Irgendjemand hat mir geschrieben, er mag das, wie ich die hin und her stapel. Deswegen stapeln wir das erstmal zu einem großen Turm Richtung Kamera. Nicht, dass es dann an der Kamera anstößt. So. Damit man das überhaupt noch sehen kann, mache ich das mal so. Zack. Zack. Und das war die letzte Packung. Dann machen wir daraus zwei Türmchen. So. Genau. So sieht das Ganze dann aus am Ende. Machen wir mal so eine Packung auf. Sind vier Stück drin. Ja, übrigens bei meinem Heiratsantrag, den ich gemacht habe auf einem anderen Kanal, der praktisch nicht mit meinen Kumpels ist, sondern praktisch nur mit mir, den verlinke ich euch unten mal. Da habe ich zum Beispiel das als Hochzeitstortenkerzen genommen, wo ich einen Heiratsantrag gemacht habe. Allerdings ist der Antrag spaßig gemeint, also nicht hier, heiraten ist doof und so. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr auch euch nicht anschauen. Ist aber nicht in HD, wegen, eigentlich habe ich eine schlechte Leitung. Jetzt habe ich mir von einem Kumpel einen Stick geborgt. Da kann ich ausnahmsweise heute mal bei mir ein HD-Video online stellen. Und ja, dann sagt mir mal, wie es euch gefallen hat. Und ich werde dann irgendwann mal noch ein Video machen, wie wir so einen Böller hochgehen lassen, wie laut der ist. Und werden das mal vergleichen mit ein paar anderen Böllern. Und schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Abonnieren wäre nicht schlecht und ja, wir sehen uns. Schreibt mir und bis dann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, viad.com. Bis bald!